Hallöchen und schnurzig willkommen zurück bei Fallout 4, wo ja klar, Fallout 4, zu Mass Effect. Wir haben, glaube ich, die Quarianerin jetzt gerettet, weil die Zeit ist irgendwie weg und wir leben noch. Also wir waren scheinbar richtig. Und wer sind wir? Ich habe keine Zeit für Ihre Fragen. Ich brauche die Beweise gegen Saren, die Sie haben. Ich schätze, ich schulde Ihnen was. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Was war das gerade für eine Musik? Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ja, was hab ich denn vor? Diese Quarianerin kann uns helfen, Saren zur Strecke zu bringen. Das hätte ich Ihnen gesagt, wenn Sie nicht gleich so hochgegangen wären. Verzeihen Sie, Commander. Diese ganze Sache mit Saren setzt mir ziemlich zu. Vielleicht fangen wir lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Das nenne ich mal einen Initiationsritus, hä? Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Okay. Was für Beweise haben Sie gefunden? Wie sind Sie daran gekommen? Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht. Aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ja, die Reaper, die habe ich ja in der ersten Aufnahme, habe ich die ja augenscheinlich verpasst. Ist das eine neue Form außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr, der Quarianerin? Mein Name ist Tali.
Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Hm. Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Okay. Ja, es tut mir leid, Schnecke, dann bleibst du wohl weg. Ich probiere halt ein bisschen rum, ne? Also bitte, nicht irgendwie ankommen und sagen, boah, du musst die und die dabei haben und du musst auch darauf achten. Ich probiere gerne aus. Oh, Stufenaufstieg. Schon wieder? Oh. Erhaltene Gegenstände. Ach so, ich dachte gerade, was habe ich jetzt falsch gedrückt? gut, hier habe ich nichts. Habe ich denn... Ernsthaft, ich habe hier gar nichts für den? Boah, das ist doch doof. Ach, bin ich doof. Also gut, Waffen habe ich nicht gekriegt, aber... ich habe Upgrades habe ich bekommen. Was habe ich denn? Giftsiegel 1. Panzerungsplatten. Gehärtete Keramikplatten. Montiert werden, um die Effektivität zu steigern. Schadensschutz. Giftresistenz. Servogelenke. Schmetterschaden. Panzerungsplatten. Ich nehme mal das da. So, was kann ich denn euch Gutes tun? Ja, dann würde ich sagen, kriegst du mal das da. Und die Gute hier kriegt mal das da. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schmetterschaden gebrauchen kann. Ich bleib mal bei... Ach nein, ich will's nicht. Ich will das hier. So. Was haben wir denn hier? Großkaliberlauf. Moment. Sturmgewehr. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit irgendwie die Schrotknarre gehabt. Kann das sein? So, was haben wir denn hier? Waffenupgrade. Verbessertes Visier. Waffenpräzision. Nö. Und... radioaktiv. Was? Diese Munition... Diese Munition ist mit winzigen Dosen radioaktiven Materials versehen und erzeugt beim Ziel milde Symptome von Strahlungskrankheit. Also das geht... Das überhitzt dann schneller. Hammermunition, auch Quetschprojektile genannt, verflacht sich beim Aufprall, wodurch die physikalische Kraft erhöht wird, die auf das Ziel einwirkt. Chemisch. Diese mit der starken Giftummante Munition ist besonders bei Piratenkriminellen Sondern beliebt. 35% Giftschaden. Oh, Giftschaden. Ach, willst du mich verarschen? Ich drücke immer aufs Falsche. So, hier kann man auch noch was. Großkaliberlauf. Ach komm. Was haben wir hier? Muni. Ach, nochmal chemisch. Das klingt doch super. Irgendwie, ich mag Giftattacken irgendwie voll. Schutzabwehrfürsorge. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was haben wir denn hier? Granatwerfer. Granaten-Upgrade. Nehmen wir auch mal. Und das wär's. So, haben wir denn für euch noch irgendwas übrig gelassen? Nö. Nö. Na, jetzt geh doch zurück. Oh, nein, ich wollte nicht raus. Ach, ich habe schon wieder 2 Punkte. Was? Ach komm, dann nehmen wir das. So, wie geht's euch? Schütze. Erhöht Pistolenschaden und Präzision, reduziert die Möglichkeit von Überhitzung. Schildboost. Unter Beschuss werden Teile des Schilds wiederhergestellt. Nice. Dankeschön, Dankeschön. Gut. Einmal speichern. Haben wir denn hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Also jetzt keine Burger oder so zum Mitnehmen, ne? Sondern irgendwelches Wissen zum Mitnehmen. Wobei, gegen den Burger hätte ich jetzt gerade auch nichts, ne?
Bin ich da richtig jetzt? Hä? War ich jetzt nicht? Überrascht. Auf ein weiteres Mal willkommen, Menschen-Commander. Hilfsbereit. Wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Okay, auf Wiedersehen, da haben wir alles. Botschafter. Aufrichtig. Alles gut. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Tyrianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier. Das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Aber stellen Sie sicher, dass Shaira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Auf Wiedersehen, Tschö. Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Kein Kommentar. Aha, aha, hi. Stopp. Hier. Oh, jetzt haben wir sogar 14 gekriegt. Kein Kommentar. Oh, ich glaube, hier waren wir, genau. Oh Gott, musst du mich so erschrecken. Ich dachte, was kommt denn jetzt auf mich zugerannt? So. Ein kurzes Momentchen speichern hier. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? Commander ja. Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. So viele Leute fragen mich um Hilfe dieser Tage. Warum sollte ich Ihnen helfen? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Kommen wir denn hier jemals wieder weg? Aber wenigstens haben wir hier was zu tun. Also es ist nicht so, dass wir hier einfach nur rumrennen und irgendwas erkunden, sondern wir haben hier wirklich Sachen zu erledigen. Und Quests, die wir hier machen müssen und können. Hi. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Was, Leichenflatter? Vergessen Sie den Bürokratiemist und helfen Sie dem Mann. Geben Sie den Leichnam von Irali Bhatia frei. Das würde ich nur zu gerne tun, Commander. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Warum? Irali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Dann führen Sie Teststudien durch, um mehr über die Gate-Waffen zu erfahren. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Gate bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Guck mal, jetzt haben wir endlich das Zeug. Sie wissen, wozu ich in der Lage bin. Wenn ich Nirali Bhatia will, bekomme ich sie auch. Commander, es ist wirklich nicht nötig, mir zu drohen. Mach! Selbst wenn die Leiche hier auf der Zitadelle wäre, wären Sie bereit, sich den Weg freizuschießen, um sie zu bekommen? Diese Marines-Soldatin hieß Nirali Bhatia. Wenn Sie sie untersuchen wollen, nennen Sie sie beim Namen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden, und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird.
Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Geht doch! So, jetzt haben wir endlich die farbigen, das klingt rassistisch, jetzt haben wir endlich die verschiedenfarbigen Antwortmöglichkeiten gekriegt. Ich habe ja schon zu meinen Hilfs, zu den guten Leuten, die mir so fleißig geholfen haben, habe ich auch schon gesagt, ich werde auf jeden Fall den bösen Weg nehmen oder den, ich weiß nicht, den abtrünnigen Weg eher gesagt, weil Agonis ja eigentlich auch abtrünnig ist, also er, ja, er hält nichts von Hilfe, er hält nichts von Helfen und dementsprechend, und da der gute Nemasuk eigentlich immer gut war, glaube ich, und er erwähnt hatte, dass er gerne mal den bösen Weg sehen möchte, deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, mach einfach mal. Und ja, das mache ich jetzt auch einfach mal. So, wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid? So. Jetzt müssen wir da rüber. Komm. Da ist noch eine Quest. Ah, ich glaube, das ist der Typ da, dem wir jetzt Bescheid sagen müssen. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ihre Frau wird nach Hause zurückkehren, Mr. Bhatia. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Bitteschön, bitteschön. Oh, Tagebuch und 140. Schick. So, jetzt müssen wir da rüber. Warte. Wo muss ich denn hin? Wo genau muss ich denn hin? Ach, zur Konsortin? Ach so, da ist das Ziel. Da ist das Ziel angegeben. Ich dachte, kann ich das irgendwie entfernen? Ah. Zur Konsortin würde ich ganz gerne reisen. Präsidium? Ja, Gemächer hier. So, geht schneller, ne? Als wenn ich immer laufe. Oh, sogar viel, viel schneller. Guck mal. So, guten Tag. Septimus hat sich erklärt. Anscheinend möchte er, dass die Konsortin ihm verzeiht. Na, das ist doch schon mal was, oder? Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Wirklich? Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ach, guck mal. Die Botschafter haben diesen wunderschönen Park, um darin zu relaxen. Allerdings sind die meisten zu beschäftigt, um ihn überhaupt zu nutzen. Toll. Ich kann jetzt auch mit allen sprechen. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Okay, mit denen kann ich anscheinend nicht quatschen, aber ich glaube, ich kann mit mehr quatschen als vorher. Kann das sein? So, nochmal einmal speicheln. Speicheln, speicheln, weißt du. Guten Tag, Miss. Commander. Ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Dank lässt sich nicht ausgeben. Sie sollen natürlich Ihre Bezahlung bekommen. Ich neige nicht dazu, Schulden zu machen. Diese Credits dürften Ihre Ausgaben decken. Dankeschön. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Was möchten Sie mir geben? Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer sie sind und was aus ihnen wird. Ich erkenne die Traurigkeit in ihren Augen. Ich lese in ihnen eine Geschichte voller Leiden, Schmerz und Verlust. Aber diese Geschichte treibt sie auch vorwärts und macht sie stark. Oh ja. Diese Stärke hat sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur sie haben überlebt und sie werden weiter überleben. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft.
Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Das war's schon? Na dann, danke. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, Commander. Hä? Würde mal der Schriftzug da weggehen, bitte. Was? Alles klar. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist. Aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Danke. Mein erster Posten beim Sicherheitsdienst war hier auf dem Präsidium. Größtenteils, um Präsenz zu zeigen. Hier oben gibt es nicht viel Kriminalität. So viel Platz! Tausende meiner Leute könnten hier leben und einander kaum sehen. Das stimmt. Darf ich mit dir nochmal reden? Bis dann, Commander. Zurzeit kann ich Ihnen leider nicht mehr anbieten. Okay, dann machen wir uns vom Acker. Und ich mache mich auch mal vom Acker für diese Folge, weil wir sind schon wieder drüber. Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit hier einfach mal sich verabschiedet. Ich gehe mal hier schnell speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Also macht's gut. Tschüss.